uns jetzt gerade auch der Kirtan von Gauri und Kewal und die vorigen so schön berührt haben, will ich heute Abend etwas sprechen über Bhakti-Yoga. Bhakti-Yoga ist der Yoga der Hingabe, der Gottesliebe. Und es gibt so viele verschiedene Weisen, Bhakti-Yoga zu erfahren. Letztlich Yoga geht es ja erfahren und zu erleben, nicht an irgendetwas zu glauben. Yoga ist etwas, was wir praktizieren und aus dem Praktizieren kommt eine Erfahrung und aus dem Erfahren kommt eine Transformation der Psyche und daraus kommt eine neue Praxis und irgendwann vergessen wir alles, wovon wir irgendwo uns haben trennen lassen. Letztlich, wir sind alle aufgewachsen mit allen möglichen Konditionierungen, wir sind alle aufgewachsen mit allen möglichen Schwierigkeiten. Die meisten Eltern probieren ihre Kinder nach bestem Wissen und Gewissen zu erziehen. Viele sind hier Eltern. Und irgendjemand probiert, dem Kind was Schlechtes anzutun. Von euch vermutlich niemand, und auch ansonsten ist es selten. Trotzdem, es gibt alle möglichen Schwierigkeiten, die wir hineinwachsen und danach wollen wir wieder rauskommen. Am letzten Donnerstag war ich irgendwo mit so zwei gesprochen, die auch hier Seminare geben. Und dann waren wir so zusammen. Ich habe so gefragt, was macht ihr denn, was unterrichtet ihr denn dort? Und es war jetzt ein Gastgruppenseminarleiter. Und irgendwo haben sie so gesagt, ja, wenn Menschen zusammenkommen, ist erstmal wichtig, dass sie ins Gefühlen gehen und das Spüren gehen und dass sie sich miteinander verbunden fühlen. Was die meisten Menschen machen, wenn sie sich treffen, dann denkt man, mag der mich nicht, kann ich meine Anliegen geben oder nicht, ist der langweilig oder nicht, wie komme ich aus dem Meeting raus und hätte ich dort besser nicht sein sollen und außerdem könnt ihr nicht besser sprechen, könnte das Meeting nicht besser eingeleitet werden, warum macht er das nicht richtig und so weiter. Warum haben die Leute ihre Smartphones dabei, eigentlich sollten wir sowas nicht machen, warum verbietet er das Smartphone zu nehmen und so weiter. Man kann 1000 Dinge haben oder man kann erst mal probieren, vom Herz zu spüren. Man geht erst in sein Herz, dann geht man das Herz der anderen. Und idealerweise fühlen sich dann alle miteinander verbunden. Und dann gibt es eine gemeinsame Freude. Und der, mit dem ich dort gesprochen hatte, hatte so die Theorien, hat gesagt, dass Menschen sich heutzutage so müde fühlen, ist, dass sie so viel kämpfen. Man kämpft die ganze Zeit. Und wenn wir die ganze Zeit kämpfen, dann kann es ermüden. Aber auch nicht immer. Ein bisschen sich zu bemühen und ein bisschen kämpfen kann auch Kräfte wecken. Es ist vielleicht auch ein bisschen einseitig, auch wenn es rhetorisch immer schöner ist. Man gibt einen einseitigen Vortrag, aber das kriege ich nicht mehr hin. Wer mich länger kennt, weiß, das habe ich früher besser hingekriegt. Aber es bleibt dabei, ins Fühlen hineinzugehen. Da gibt es jetzt verschiedene Weisen, wie können wir das machen. Wir machen es natürlich zum einen im Hatha-Yoga. Was machen wir im Hatha-Yoga? Aufhören zu denken, bin ich gut genug oder mache ich die Übung ausreichend gut, mache ich sie besser als der andere, sehe ich ausreichend gut aus? Blamiere ich mich jetzt? Heute habe ich ein Problem im Rücken, kann die Vorwärtsbeuge nicht so machen. Was denkt mein Yoga-Lehrer über mich heute? Kriege ich heute den Skorpion wieder hin oder was macht er, wenn ich heute nicht mache? Ich hoffe, diese Gedanken kommen euch nicht. Sondern ihr folgt den Worten des Yogalehrers, der Yogalehrerin sagt, lege dich auf den Rücken und entspanne. Und atme tief ein und aus. Lass alles los. Sei im Hier und Jetzt. Kommt sofort der Gedanke, wie mache ich das im Hier und Jetzt? Bin ich jetzt ausreichend hier im Jetzt? Ich hatte schon wieder einen Gedanken. Wie kriege ich jetzt meinen Geist ins Hier und Recht? Einatmen, Bauch geht hinaus. Ausatmen, Bauch geht hinein. Geht mein Bauch jetzt ausreichend hinein? Sieht die Yogalehrerin, dass ich jetzt gerade nicht, auch dass ich das gerade vergessen hatte.
Gut, aber zwischendurch gelingt es hoffentlich, zu sein und Atem zu fühlen, Körper zu fühlen, Herz zu fühlen, Erde zu spüren, Himmel zu spüren, mit anderen im Raum sich verbunden zu fühlen, mit Yogalehrer, Yogalehrerin verbunden zu fühlen. Und wenn man das gut macht, wie kommt man aus der Yogastunde raus? Entspannt und irgendwie gut und verbunden. Bis man aus dem Yoga-Zentrum draußen ist. Man könnte aber probieren, weiter Yoga zu üben. Und dann auch sich zu verbinden mit den Menschen, die da sind. Aber man kann auch probieren, diese Weite aufrechtzuerhalten. Natürlich, man muss trotzdem auf sein Portemonnaie aufpassen und so weiter. Aber wenn man das im Vorhinein gemacht hat, dann fällt es vielleicht leichter, Bewusstsein zu erweitern und in dieses Fühlen hineingehen. Also wir machen das im Hatha-Yoga. Und dieses Prinzip des Hatha-Yogas ist so wichtig. Viele Menschen erfahren das erstmal so richtig im Hatha-Yoga. Grundloses Genießen der Gegenwart, grundloses Genießen des absichtslosen Seins, grundloses Verbundensein mit Menschen, die man noch nie getroffen hat. Wenn eine offene Stunde zum Beispiel hier am Freitagnachmittag reinkommt, oder dann die meisten kennen dann mindestens ihre direkten Herumliegenden nicht, aber man fühlt sich verbunden. Und auch wenn man nachher kein Wort miteinander spricht, man könnte jetzt was zusammen machen. Ihr werdet es jetzt nicht hinkriegen, all eure Kollegen dazu zu bringen, bevor man miteinander die Aufgaben erledigt, eine Yogastunde zu machen. Und selbst wenn man das machen würde, die alten Gedanken von ich muss besser sein, der andere ist schlechter, warum macht er das nicht richtig? Könnte er nicht endlich mal tun, was ich ihm sage? Warum? Oder könnte er mal nicht eine gerade ungerade sein lassen oder und so weiter. Man kann das einen Moment verschieben. Es geht nichts verloren. Man kann sich immer noch später streiten. Man kann aber erst probieren, Herz-zu-Herz-Verbindung herzustellen. Und anstatt sich zu beklagen, warum geht es mir schlecht und warum bin ich müde und das ist sicher, weil die anderen mich nicht richtig behandeln, weil alles zu viel ist, kann man alles behaupten. Kann man auch auf später verschieben. Man kann sich ja immer noch beschweren. Und der Geist wird uns da ausreichend Gelegenheiten zu geben. Wir können es aber verschieben und einen Moment sagen, okay, ich fühle mich ein bisschen erschöpft, vielleicht fehlt mir das Herz. So wie wir das sagen, ja, ich habe nicht genügend Herz und die anderen zeigen mir auch nicht genügend Herz. Und wenn andere freundlicher wären, dann könnte ich auch Herz haben. Und wenn Mami und Papi mich anders behandelt hätten. Ihr seht, es ist alles nicht so einfach. Manchmal kann man das Schmunzeln zur Kenntnis nehmen. Und man kann sich auch so ein bisschen geistig sagen, ja, alles in Ordnung. Und dann geht man einen Moment hinein, spürt ins Herz, spürt die anderen, fühlt das, die Umgebung. Vielleicht fühlt man ein göttliches und plötzlich ist Prana da, wie wir im Yoga sagen. Und da gibt es im dritten Kapitel vom Yoga Sutra eine Menge Vorschläge. Aber ich wollte ja über Bhakti sprechen und das Fühlen und vom Herzen her an sich verbinden, das ist auch Bhakti. Bhakti gibt so viele verschiedene Aspekte. Im Bhakti-Yoga wird gesagt, es gibt ein Göttliches. Wenn es Gott oder Göttin nennen oder höhere Wirklichkeit. Aber das Wichtige ist, Bhakti heißt nicht Gottes Glaube, sondern Bhakti heißt Gottes Liebe. Ist ein Gefühl von Verbundenheit und Hingabe. Und man kann sogar Bhakti haben, ohne an Gott zu glauben. Nicht ganz so einfach und nicht alles ist dann möglich, aber trotzdem, die ersten Schritte sind möglich. Und es gibt deshalb auch so verschiedene Bhavas, die wir haben können. Das erste Bhava im Bhakti nennt sich Shanta Bhava.
Shanta heißt friedvoll. Bhava heißt hier Gefühl. Und letztlich, wir nehmen Gott wahr, wenn wir uns vom Herzen her verbinden in einer Grundstimmung von Shanti. Wir wollen uns vom Herzen verbinden und in dieser Herzensverbindung, zwar mit uns, mit den anderen, mit der Umgebung, spüren wir Shanti, Frieden. Aus Shanta Bhava kann dann Dasya Bhava werden. Dasya heißt Dina. Dina soll heißen, wir wollen Gutes tun. Wir fragen uns, was ist hier unsere Verantwortung? Und dann wollen wir vom Herzen her sagen, wir wollen Gutes bewirken. Wir können das auch sagen im Umgang. Wir können natürlich sagen, oh Gott, bitte zeig mir, was du von mir willst. Ich will alles dir darbringen, alles dir opfern. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt von Bhakti. Wir müssen nur aufpassen, dass wir dabei nicht selbstgerecht werden, wo wir sagen, ich diene jetzt Gott. Und du hast gefälligst aufzupassen. Denn wenn ich jetzt Gott diene, da habe ich Power. Und für Gott kann man vieles machen, auch vieles in eine falsche Richtung. Wir können Gott dienen, aber noch mehr, wir können eben auch sagen, was wollen wir zusammen bewirken? Wir haben eine Aufgabe, wir sind hier nicht auch nur auf der Welt, um einfach hier zu sein, zu essen, trinken, schlafen, fortpflanzen und irgendwann die physische Welt verlassen. Und wir sind auch nicht nur da, um einfach nur in einem Herzensgefühl zu schwelgen, was man sowieso nicht dauerhaft aufrechterhalten kann, wenn da nicht Tat dabei ist. Und so ist eine Manifestation von Dasya Bhava auch, dass wir sagen, wir haben zusammen eine Aufgabe. Und auch das kann man sich manchmal vergegenwärtigen, wenn man mit anderen zusammen ist. Wir haben zusammen eine Aufgabe und wir wollen zusammen Gutes bewirken. Und das schaffen wir besser, wenn wir es aus der Verbundenheit machen. Und wir schaffen es besser, wenn wir wissen, wir haben eine gemeinsame Mission. Das ja, Bhava. Die nächste Bhava ist Sakya Bhava. Und Sakya heißt Freund. Auf der einen Seite können wir sagen, ja, Gott ist unser Freund. Gott ist immer da. Gott oder das Göttliche, die göttliche Mutter. Wir können zu Gott sprechen, wir können uns bei Gott beschweren, wir können Gott um einen Tipp bitten, wir können bei Gott schimpfen und so weiter. Hat uns ja in die Situation reingebracht, warum hilft er uns nicht, dort wieder rauszukommen? Macht doch einen Freund nicht. Gut, aber wir können auch sagen, guter Freund hilft auch einen, sich zu entwickeln, vor allem einen Freund wie Gott. Und wenn wir diese Sakya Bhava haben, können wir auch zum Teil mit schwierigen Situationen umgehen, wo wir eben sagen, ja, irgendwo ist das vielleicht auch ein bisschen Schalkhaftes. Unter Freunden neckt man sich auch, macht Witze und zieht den anderen auf. Und unter Freunden klappt das auch. Manchmal, wenn in bestimmten sozialen Kontexten ist und der eine macht einen Witz über einen, dann weiß man nicht, muss ich da jetzt schlagfertig sein, muss ich mich dagegen wehren, muss ich den vernichten mit einer richtig guten Gegenbewegung? Oder wir können eben sagen, ja, wir sind Freunde. Wenn der andere mich neckt, okay. Ich kann es ja auch spielerisch machen. Und so ähnlich können wir es mit Gott machen. Und Sakya Bhava kann dann eben zum einen auch heißen, so ein grundfreundliches Gefühl zum Karma, ein grundfreundliches Gefühl zum Schicksal, zur Natur, zu dem, was zu tun ist und zu den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und gute Freunde nehmen sich auch an in ihren Schwächen. Sagt so schön, man wird respektiert für seine Stärken und man wird geliebt für seine Schwächen.
Also wenn ihr geliebt werden wollt, dann verbergt eure Schwächen nicht. Man muss sie nicht groß herausposaunen. Es gibt da auch solche, das wie ein Schreien nach Liebe. Man sagt alles, was man nicht kann. Mami, bitte streichle mich. Kann auch eine schöne Art sein, um nach Liebe zu bitten. Aber wenn man von selbst irgendwo merkt, ich habe einen Fehler gemacht, okay, sagt man, weiß die anderen merken den Fehler. Wenn sie nicht merken, auch gut. Aber meistens merken sie nur die Hälfte der Fehler, die wir machen. Und das ist schon ausreichend, um geliebt zu werden. Sakya Baba, was auch heißt, dass wir auch andere lieben mit ihren Fehlern. Ich könnte sagen, das jetzt wird sehr unrealistisch. Ich habe einen Kollegen, wenn ich ihn einfach nur lieb habe, dann gibt es irgendwelche Schwierigkeiten. Aber aus Sakya heraus ist einiges möglich. Das Grund annehmen, wir sind miteinander verbunden. Das ja, wir haben eine Mission. Shanta, wir wollen friedvoll miteinander umgehen. Kommt noch. Vatsalya Bhava. Vatsalya Bhava heißt Liebe zwischen Eltern und Kind. Übrigens in Indien wird da besonders, eigentlich Vatsa heißt Kalb. Vatsalya ist erstmal die Kalbesliebe. Aber weil die Liebe zwischen Kuh und Kalb so intensiv ist, deshalb gilt die als, wird die dann übertragen worden, Verhältnis von Eltern zu Kindern ist auch Vatsalya Bhava. Und auch der Mensch kann sich fühlen wie ein Kind Gottes. Und Vatsalya Bhava kann jetzt Verschiedenes heißen. Vatsalya ist einfach Eltern-Kind-Liebe, und zwar in alle Richtungen. Wir können zum einen Gott lieben wie unsere Mutter, wir können Gott lieben wie unseren Vater, wir können Gott lieben wie unser Kind. Und wir können auch diese Liebe zu Gott ausdehnen zu anderen. Manchmal ist es gut, wirklich mütterlich und väterlich sich um andere zu kümmern. Manchmal muss man nur aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Dann passiert es nämlich, wenn man selbst mütterlich oder väterlich ist gegenüber anderen, dann übertragen die ihre Erfahrung mit Mutter und Vater auf einen selbst. Kann eine großartige Wachstumschance sein. Hat aber auch die Gefahr von Komplikationen. In der Psychoanalyse und der Psychotherapie wird dieses Prinzip der Übertragung ja zum Teil bewusst genutzt. Und da wird mindestens in manchen Richtungen so gesagt, Psychotherapeut soll ruhig die Nummer annehmen von Vater oder Mutter. Und dann gibt es ein hoffnungsloses Übertragen. Und dann macht die Therapeutin den zu Therapierenden darauf aufmerksam. Und dann anschließend kann man darüber sprechen und das irgendwie anders machen. Probiert das bitte nicht gegenüber anderen Menschen, die nicht eure zu Therapierenden sind. Das geht meistens schief. Es sei denn, man hat vorher eine Vereinbarung getroffen, dass man sich das gegenseitig spiegeln kann. Und da muss man manchmal aufpassen, dass aus einer mütterlichen Liebe nicht irgendwo vielleicht die keine Kinder haben, jetzt der Versuch wird, andere zu erziehen. Und die Kinder haben, die nicht richtig erziehbar sind, zu probieren, das noch nachträglich zu erziehen. Aber es gibt einen anderen Aspekt der mütterlichen und väterlichen Liebe, es eben doch sich kümmern, Verantwortung gerecht zu werden. Und auf eine gewisse Weise hat Mensch auch eine Verantwortung gegenüber Mutter Erde, ökologische Verantwortung, und auch hier sollten wir Mutter und Vater sein. Es steht übrigens nicht in der hebräischen Bibel, dass der Mensch die Erde untertan machen soll, sondern soweit ich es verstanden habe, steht dort, er sei der Kümmerer für die Erde. Das ist irgendwann falsch übersetzt worden, wenn das so stimmt, was mir gesagt wurde. Eventuell ist es auch einfach doppeldeutig. Bitte? Doppeldeutig mindestens.
Also, aber wir können es heute sein. Wir können sagen, wir haben eine gewisse Verantwortung. Umgekehrt auch, manchmal können wir uns einfach geborgen fühlen, wie ein Kind. Manchmal kann man sagen, ich weiß nicht weiter. Und das ist auch manchmal wichtig, dass wir uns einfach eingestehen, ich krieg's nicht gebacken. Klappt nicht. Ich bin hier armselig, uns geht nicht. Bin überfordert. Und dann können wir nach Mutter schreien. Jetzt, die meisten werden jetzt keine physische Mutter haben, die sie jetzt noch. Gut, manche haben noch eine Mutter. Manche. Ich glaube, die Kinder haben schon den Saal verlassen, aber es gibt zwar einige, die noch diese Beziehung zur Mutter haben. Ah, da gibt es noch jemand. Und es gibt auch solche, die vielleicht noch eine Mutter haben, die 50, 60 ist, wo das auch noch hinhaut. Aber die wahre Mutter ist entweder göttliche Mutter, der Guru, die Mutter Natur, das höhere Selbst, wie auch immer wir es wollen. Vatsalya Bhava in der Richtung heißt auch, sich eingestehen, ich kann auch mal schwach sein. Und wenn wir schwach sind, wenn wir plötzlich feststellen, da gibt es andere, die einen plötzlich bemuttern und bevätern wollen. Und das muss man auch aushalten. Uns auch eine Form der Liebe. Natürlich darf man dann nicht erwarten, dass die anderen sich dann dauerhaft um einen als Mutter und Vater kümmern, sonst wird es wieder einseitig. Nur Gott kümmert sich dauerhaft darum. Und dann wird es speziell, das ist Madhurya Bhava. Madhurya Bhava ist die leidenschaftliche Liebe. Wörtlich die honiggleiche Liebe. Madhu in dem Kontext ist Honig. Krishna heißt auch die Madhava, der Honiggleiche. Gut, und es hat aber die übertragene Bedeutung, der voller Liebe ist und Freundlichkeit und Güte. So wird das als Adjektiv dann tatsächlich übersetzt. So im Deutschen gibt es ja auch Adjektive, die etymologisch irgendwelche speziellen Bedeutungen haben. Aber eigentlich heißt freundlich und liebevoll. Aber Madhurya Bhava ist die leidenschaftliche Liebe. Da gibt es jetzt verschiedene Aspekte. Zum einen, wer einen Partner, Partnerin hat, den er oder sie leidenschaftlich liebt, kann sagen, darin erfahre ich Gott, dort spüre ich Gott. Ein zweiter Aspekt ist aber auch, manchmal reicht uns dieses abstrakte Gefühl, von Gott berührt zu werden, nicht aus. Manchmal reicht es nicht aus, einfach nur Herzensverbindung zu spüren. Manchmal reicht es auch nicht auf, gemeinsam irgendwo sich verbunden zu fühlen, um etwas zu bewirken. Manchmal reicht es auch nicht aus, einfach nur zu sagen, ich will dir dienen. Manchmal wollen wir einfach Gott richtig spüren. Wir wollen im Herzen fühlen. Wir wollen Wogen von Liebe dort spüren. Wir wollen, dass unsere Haare zu Berge stehen. Und wir wollen, dass wir wirklich die vollkommene Einheit haben. Madhurya Bhava. Wenn diese Sehnsucht stark wird, dann heißt es, dann spielt Gott mit einem. Spielt hard to get. Nicht einfach zu bekommen. Er ist mal da. Wir haben das Gefühl, ja, so fühlt es sich an, ganz in Gott zu sein. Und plötzlich weg. Schal. Was war das? Illusion, Hirnchemieprobleme. Hatte mir jemand was ins Abendessen gemischt? War das wirklich? Aber es war so großartig. Das wollte ich doch eigentlich. Geht das? Und wenn mal diese intensive Madhurya Bhava gespürt hat, wenn dann die Phasen sind, wo man sie nicht spürt, ist grässlich. Man könnte jetzt sagen, das ist jetzt einfach eine Spiritualisierung der
manisch-depressiven Persönlichkeit. Aber es ist schöner, das als Madhurya-Bhav zu bezeichnen, als psychische Störung. Und vielleicht ist es eine Spiritualisierung von einer psychischen Prädisposition. Aber eine, die einen zur vollen Verwirklichung führen kann, wo es dann weder manisch noch depressiv, sondern einfach nur Atma Nivedana ist, vollständiges Auflösen der eigenen Persönlichkeit in Gott. Madhurya Bhava. Es gibt noch eine sechste Bhava unter den fünf Bhavas. Die ist etwas gefährlich. Jetzt passt ihr alle auf. Ich ringe gerade noch, wie es auf Sanskrit heißt. Auf Deutsch wird man sagen, die Hassliebe zu Gott. Man schimpft mit Gott, aber bleibt mit Gott verbunden. Das ist manchmal aus der freundschaftlichen Sakya-Bhav, wo man denkt, warum machst du das? Kann man mit Gott schimpfen und sagen, das ist ungerecht. Wie kannst du das mit mir machen? Wie kannst du das mit anderen machen? Solange man da, man kann sagen, diese sechste Art der Liebe ist eine, die einen in seinen relativen Emotionen hält. Und so könnte man sagen, wenn man das alles zusammenfassen will, auch Angst, auch Ärger, auch Eifersucht, auch Gier und so weiter, die wir ja alle, wie wir vorher gehört haben, von Tara beseitigt haben wollen, die haben wir in uns irgendwo, die können wir auch irgendwo auf Gott richten und dann uns davon wieder lösen. Letztlich kann man sagen, wenn es uns gelingt, diese fünf Bhavas zwischendurch so zu haben, dann sind die Phasen, wo andere Emotionen da sind, nicht so stark. Sie sind dann nur eine von sechs und die anderen fünf sind da und auch diese können spiritualisiert werden. Und so wollen wir zum Schluss vielleicht noch einen Moment in die Stille gehen. In unser Herz gehen. Vom Herzen her uns verbinden mit anderen. Shantabhava als Verbindung. Dasyabhava im Bewusstsein. Als spirituelle Menschen haben wir auch gemeinsame Mission auf dieser Welt. Sakyabhava. Spirituelle Freundschaft. Vatsalya Bhava. Eltern, Kind. Wir können uns auch um andere kümmern. Und anderen erlauben, sich um uns zu kümmern. Madhurya Bhava, Liebe wird intensiv.
Mm-hmm.